Unser zentrales Nervensystem besteht ja zu 60% aus Fett und die Hälfte davon ist DHA. DHA kommt aber in der Nahrung so gut wie nicht vor. Aber das Gehirn will die Hälfte seiner Zusammensetzung in Form von DHA haben. Und wenn ich nun Jugendliche habe, die einmal im Monat Fischstäbchen essen, aber sonst nur Hamburger und sonstigen Mist, ja, wo sollen das DHA denn herkommen? Also ich behaupte heute, und ich habe auch schon Vorträge vor Psychiatern gehalten, das waren übrigens auch offene Psychiater, die haben mir dazu gestimmt, eine psychische Erkrankung heute ohne Omega-3 behandeln zu wollen, nenne ich einen Kunstfehler. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem herbstlichen Hunsrück. Und ich bin ja Buchautorin, Podcasterin, Gründerin der Schule für Aromatherapie und vor allen Dingen bin ich ein Fan unseres heutigen Gastes und freue mich ganz besonders auf dieses Interview. Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann. Ich bin auch Buchautorin, Podcasterin, eigentlich alles gleich. Nur alles noch wesentlich länger, weil ich schon zum alten Eisen zähle. Seit etwa 35 Jahren bin ich in der Aromatherapie und Naturheilkundeszene unterwegs, hatte seinerzeit auch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und mich hat seitdem die ganze Naturheilkunde nicht mehr losgelassen. Ja, und mehr denn je haben wir mit einem Thema zu tun, das unter fast allen Krankheiten liegt. Und das wird heute unser Thema mit unserem Gast sein. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren. Denn heute haben wir einen Gast, dem wir sowieso schon lange folgen und alle, die aufmerksam bei unseren über 120 Folgen schon mitgehört haben, die haben sicherlich den Namen schon öfters gehört und haben ihn schon oft verlinkt gesehen, haben sich daraufhin vielleicht auch schon mal ein Buch von ihm gekauft. Ich denke, Herr Dr. Schmiedel kann sich jetzt gleich mal besser selber vorstellen, als dass wir mal dass wir etwas darüber sagen, über ihn sagen. Ja, Grüße miteinander. Da sind wir heute ja zumindest europäisch sehr international vertreten, vom Hunsrück über Irland bis in die Zentralschweiz. Ja. Dann gehöre ich ja jetzt zum ganz alten Eisen. Also ich habe vor wenigen Tagen habe ich meine ärztliche Tätigkeit beendet. Ja, also wenn da Leute Interesse haben, zu mir zum Arzt zu kommen, muss ich leider Nein sagen. Aber kleines Trostpflaster, Podcast und Online-Interviews und Kongresse und Webinare und Seminare und YouTube-Videos und Newsletter, das werde ich alles noch weitermachen, solange ich kann und solange man mich noch hören und lesen will. Ja, ich denke, unser roter Faden, wie ich eben sagte, ist das Thema, was Sabrina und ich auch schon so, so lange immer wieder runterbeten. Und wir hatten auch genau die Idee, wir sind zwei kleine Naturheilkunde-Fans und viele Leute machen sich so ein bisschen insgeheim vielleicht lustig darüber. Die Damen können ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Und da stand die Idee oder entstand die Idee, wir möchten wirklich jetzt mal echt einen Arzt dabei haben, der bis vor ein paar Tagen seine regelmäßige Praxistätigkeit hatte und sicherlich auch uns von Erfahrungen berichten kann, was bei chronischen Entzündlichkeiten, die ja eigentlich unter jeder Krankheit liegen, gemacht wurde und werden kann. Und uns interessiert insbesondere das Thema Autoimmunerkrankungen. Ja, und in dem Fall möchten wir heute auch, wir haben festgestellt, dass wir vermutlich jetzt gerade so unser dreijähriges Jubiläum haben, Podcast-Jubiläum haben. Anfänglich haben wir jede Woche Podcast aufgenommen. Das war sehr sportlich, haben wir dann nach der Hälfte der Zeit festgestellt und haben uns dann auf alle zwei Wochen geeinigt, das ist ein guter Rhythmus für uns auch, um unserer alltäglichen Arbeit auch weiter noch nachkommen zu können und nicht ständig vorm Mikrofon zu sitzen. Und wir bezahlen ja diese Plattform seit dieser Zeit selbst. Wir bezahlen die Plattform, das Schneiden und die Werbung und alles, was dazugehört. Und heute haben wir zum ersten Mal einen Sponsor. Das ist die Firma Norsan, bei der wir uns ganz herzlich bedanken dafür, dass sie die Produktionskosten quasi übernimmt, weil wir sind schon lange selbst Nutzerinnen
der tollen Produkte und sprechen ja auch häufig darüber, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren in unserem Leben sind. Und ich glaube, da können wir schon bei der ersten Frage starten, lieber Volker, weil das ist etwas, was wir häufig gefragt werden. Ja, warum ist das jetzt so ein Hype-Produkt geworden, so Lifestyle-mäßig? Warum haben unsere Vorfahren denn das nicht gebraucht? Warum müssen wir das jetzt zu uns nehmen? Was unterscheidet sich zwischen dem Mensch heute, dem Leben heute und dem unserer Vorfahren? Warum haben die trotzdem gut überlebt? Und wir machen da heute so ein, auf, bei uns im Hunsrück sagt man, Geschiss drum. Also den Namen Hype mag ich im Zusammenhang mit Omega-3 eigentlich überhaupt nicht, weil dann müsste man sagen, dieser Hype besteht seit 160.000 Jahren. Ein bisschen lange Zeit für einen Hype, weil man hat also in Südafrika eine Bucht gefunden, wo erstmals nachgewiesen worden, dass dort Menschen Muscheln aus dem Meer gewonnen haben und als Nahrung benutzt haben. Damals war eine Eiszeit oder Saale oder Würm, schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls halb Afrika war versteppt, ja. Die Leute konnten im Land nicht mehr viel Nahrung gewinnen. Die mussten ans Meer, quasi aus der Not geboren, haben sich dann der Meeresernährung, Fische und Muscheln zugewendet. Und damals gab es einen, ja, man muss sagen, einen Evolutionssprung. Also, wir haben, da hat man gesehen, also die Kultur hat dort richtig große Fortschritte gemacht. Und im Nachhinein muss man sagen, das ist wahrscheinlich auch die Zufuhr von Omega-3 in der Nahrung und eben damit dann auch für die Ausbildung der Kognition zurückzuführen. Und seitdem haben Menschen, unsere Vorfahren, immer nur am Meer, an großen Flüssen, an großen Seen gesiedelt. Die haben sich dann immer maritimer Nahrung bedient. Und das haben wir gemacht bis vor 100, 150 Jahren. Ja. Also unsere Vorfahren, ich werde immer hier in der Schweiz gefragt, aber ja, unsere Vorfahren vor 200 Jahren, die hatten noch keine Meeresfische. Doch, hatten sie. Ja. Es gab einen regen Handel, es gab Stockfische aus Norwegen und aus Portugal. Vor 150 Jahren gab es auch die ersten Fischkonserven. Die Seen, die Flüsse waren voller Fische. Ja. Okay, die Süßwasserfische haben jetzt nicht ganz so viel Omega-3 wie die Meeresfische, aber es gab sie. Die Leute hatten Pflanzenöle, die überwiegend Omega-3-Öle waren. Also Leinöl, Hanföl, Rapsöl, Leindotteröl. Das sind alles Omega-3-Öle. Das haben wir alles ersetzt durch diese blöden, schlechten, gefährlichen, ungesunden Sonnenblumen, Distel, Soja, Maiskeimöle. Das sind richtig schlechte Öle, weil sie fast nur Omega-6 und kein Omega-3 beinhalten. Und ja, noch vielleicht eine ganz schöne Anekdote. Ich kenne eine Dienstbotenverordnung aus dem 16. Jahrhundert der Stadt Mainz. Und da steht drin, es ist dem Dienstpersonal nicht zuzumuten, mehr als dreimal in der Woche Lachs zu bekommen. Also die Lachse sind den Rhein bis nach Frankfurt, Mainz, aber bis in die Schweiz hineingeschwommen. Also die sind mit Lachsen und Omega-3 totgeschlagen worden. Und Omega-6, wie gesagt, die Omega-6-Pflanzenöle gab es so gut wie nicht. Und ja, Fleisch, das gab es einmal in der Woche. Wenn man es sich leisten konnte, gab es den guten Sonntagsbraten. Die hatten gute Omega-3-Werte mit ihrer normalen Ernährung. Und in den letzten 100 Jahren haben wir das völlig gekippt. Ja, wir haben fast nur noch Omega-6 in dem Fettgehalt der Nahrung, kaum noch Omega-3. Und dadurch ist so vieles schlechter geworden. Das ist der Grund dafür. Wenn man noch so leben würde wie damals, hätten wir kein Omega-3-Problem. Geht heute aber auch nicht, weil wir müssten heute 4 bis 5 Mal in der Woche Meeresfische essen. Kann ich aus ökologischen und toxikologischen Gründen heute niemandem mehr empfehlen. Weiß mittlerweile jeder, Mikroplastik, Cadmium, Quecksilber, Pestizide. Ich sage immer, einmal geht vielleicht noch maximal. Also mit einmal Meeresfisch und mit einmal Süßwasserfisch in der Woche wären wir vielleicht noch einigermaßen gut bedient. Aber das reicht nicht mehr aus für gute Werte. Wir kommen, wenn wir wirklich gute Werte haben wollen, nicht um die zusätzliche Einnahme von Fischöl oder Algenöl herum. Du, Volker, sag mal, es ist doch auch so, dass wir immer wieder hören, dass dann die Vegetarier sagen, na, ist ja super, ich esse ja gar kein Fleisch, also bin ich ja viel besser aufgestellt. Aber die haben ja auch oft ein Defizit. Ja, die haben dann zwar nicht selten Leinöl in der Ernährung, das ist eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die ALA, die Alpha-Linolensäure.
Und in den Lehrbüchern steht, dass es in EPA umgewandelt werden kann. Das ist theoretisch richtig, praktisch aber so gut wie nicht. Also es werden nur ganz, ganz kleine Mengen umgewandelt. Es reicht nicht aus. Ich habe viele Vegetarier, auch Veganer in meiner Patientenschaft gehabt. Und die haben teilweise 2 Esslöffel Leinöl am Tag genommen. Und ich konnte anhand der EPA, der anderen, der eigentlich wichtigen Omega-3-Fettsäure, nicht erkennen, dass sie irgendein Omega-3 zu sich genommen haben. Dazu kommt noch was anderes. Wenn die Veganer und Vegetarier kein Fleisch essen, bedienen sich ja nicht selten der Fleischersatzprodukte. Es gibt ja mittlerweile in jedem Supermarkt gibt es ja eine eigene Vegetarier-Ecke, ja, mit Fleisch, also mit pflanzlichen Würsten und Schnitzeln und Hühnernuggets und gibt's ja alles. Und wenn man da mal reinguckt, was da drin ist, dann ist in erster oder in zweiter Linie ist da Sonnenblumenöl drin. Und das ist auch eine Omega-6-Fettsäure. Und diese Omega-6-Fettsäure aus dem Sonnenblumenöl, die Linolsäure, die kann unser Körper sehr, sehr gut in die Acharidonsäure, nämlich die tierische Fettsäure, umwandeln. Und wenn ich mal jemanden sehe, ich mache ja bei fast jedem Patienten eine Fettsäureanalyse, und wenn ich das sehe, da hat jemand ganz, ganz, ganz viel Acharidonsäure. Also so viel Acharidonsäure, als wenn er 3-mal am Tag einen Hamburger essen würde. Und er hat aber ganz wenig Omega-3, dann weiß ich, dass er ein Veganer. Also ich sage immer, die Veganer sind unter meinen Patienten die allergrößten Fleischfresser, rein fettsäuretechnisch gesehen. Also die treiben den Teufel Acharidonsäure mit dem Beelzebub-Linolsäure aus. Ja? Alles nicht so sehr gesund. Ei, das ist ja so schockierend. Also da macht uns ja wie so häufig, ich kritisiere so häufig die Gehirnwäsche durch Industrie- und Werbeagenturen. Ich habe früher selber in Werbeagenturen gearbeitet. Also da irgendwie kriegt man da wohl als vermeintlich gesund lebender Mensch auch wieder so einen Bären aufgebunden. Esst viel Sonnenblumenkerne, esst viel Sonnenblumenöl und macht genau das Gegenteil. So ein Mist. Genau. Wie ist das mit unserem Fleisch? Also ich meine, dass man weniger Fleisch essen soll, das hat ja vielerlei Gründe. Aber da hat sich ja auch was geändert in der Ernährung der Tiere, die wir heute essen. Also wir essen ja quasi Fleisch von Tieren, die sich auch anders ernähren als früher. Ja, genau. Also generell, du hast es schon gesagt, wir essen viel zu viel Fleisch. Ja. Nochmal vor 150 Jahren einmal in der Woche. Ich glaube, das wäre für die meisten auch gut, dass wir eine überwiegend vegetarische Ernährung hätten. Einmal in der Woche, also quasi eine praktisch flexitarische Ernährung, wäre für die meisten vermutlich sehr gut. Und das Fleisch, was wir früher hatten, das war ja meist dann von freilaufenden Tieren, die dann auch Gras gefressen haben und Kräuter und mal einen Regenwurm und was weiß ich nicht alles, ja. Das war immer noch besser, weil wir wissen heute, nicht nur, dass wir zu viel Fleisch essen, das Fleisch, was wir heute essen, hat auch noch mehr Omega-6 als früher und hat auch noch viel weniger Omega-3 als früher. Also es ist wirklich richtig schlecht geworden. Wenn man vom Fleisch dann noch bezüglich der Fettsäuren ein bisschen bessere Qualität haben möchte, dann geht immer noch das Wildfleisch, das hat immer noch ein bisschen mehr Omega-3, oder das Fleisch von freilebenden Kühen, oder noch besser, ich wohne ja hier in der Schweiz, von allen Kühen. Ich habe mir gerade letzte Woche, habe ich mir aus dem Tessin einen schönen, dicken Almbergkäseleib gekauft. Ja, der schmeckt auch ganz anders und der hat noch viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren als die aus dem Flachland oder gerade mit irgendeiner komischen Kunsternährung. Ja, die Rinder bekommen ja heute alle so Sojabohnen-Pellets aus dem amerikanischen Urwald, ja, der Amazonaswald wird abgeholzt, dass die Sojaplantagen da angebaut werden. Das Soja geht nach Deutschland, kommt dort in die Schweine und Rindertröge und macht bei uns die Fettsäuresituation noch schlechter, als sie ohnehin ist. Das ist einfach nur furchtbar. Wir machen das alles mit. Weil Soja auch Omega-6 lastet. Ja, es ist hauptsächlich Omega-6. Im Sojaöl ist über 50% Linolsäure. Fast so ähnlich zusammengesetzt wie das Sonnenblumenöl. Einfach richtig, richtig schlechtes Öl. Und dann haben wir oft noch genmanipulierten Soja und dann, ja,
Naja, super. Aber da sieht man, was da sieht man wieder diesen Zusammenhang, ne, zwischen unserer Welt und wie es unserer Erde geht und damit auch den Tieren. Und wir schneiden uns ja dann eigentlich ins eigene Fleisch, wenn wir in diese Billigprodukte kaufen, dieses Massenfleisch, was eben unter Schmerzen für die Tiere und für die Erde produziert worden ist. Und das, eigentlich ist ja, wenn wir uns selber was Gutes tun, ist es in sehr, sehr vielen Fällen tatsächlich auch gut für die Erde. Also wir müssen einfach ganzheitlich denken und handeln. Das ist für so viele Probleme die Lösung, sei das Krieg und Frieden, sei das die Ökologie, sei das die Gesundheit. Aber in unserer kommerziell orientierten Welt hat das ja fast keinen Platz mehr. Ja. Ich kann nur an jeden selber appellieren, da in die Selbstverantwortlichkeit zu gehen und bewusst Entscheidungen zu treffen, wie viel Fernsehen schaue ich, welche Fernsehsendungen schaue ich mir an, welche Medien benutze ich, ja, und auch welches Essen benutze ich, ja. Es ist auch gar nicht so teuer, gutes Essen zu kaufen und sich selber Gerichte zuzubereiten, ja, also irgendwelche Fertigpizzas in den Ofen zu schieben, 20 Minuten backen zu lassen. In der Zeit habe ich auch ein leckeres Gericht selbst gekocht. Es ist gar nicht so aufwendig. Man muss selber ins Tun kommen. Das finde ich ja so pervers. Es wurden noch nie so viele Kochsendungen im Fernsehen gesendet und angeschaut und noch nie haben Leute so wenig selbst in der Küche gekocht. Also irgendwas stimmt da nicht. Oder manche haben ja, glaube ich, gar keine Herde mehr. Ich habe es gerade kürzlich, ich gucke so gerne Häuserrenovierungssendungen. Ach, ja. Und da sagte eine so ein bisschen entschuldigend, ja, ihr seht wahrscheinlich, ich habe keinen Herd hier. Ich habe nur eine Mikrowelle hier. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie diese Person ist. Ne? Ja. Aber Volker, du bist jetzt Arzt, ja? Und du empfiehlst ja jetzt ganz unpopulär solche einfachen Maßnahmen. Ernährt euch gesund und ausgewogen, wenig Fleisch und nehmt eure Gesundheit auch ein Stück weit wieder selbst in die Hand. Kocht frisch und vielseitig. Mein Hausarzt sagt mir sowas aber nicht. Wie kann das sein? Ja, es kommt halt daher. Ich war ja schon ein Außenseiterarzt die letzten 40 Jahre gewesen, muss man ja sagen. Ich kann mich noch genau erinnern, in meinem 12-Semester Medizinstudium hatte ich exakt 2 Stunden, wo es nur um Ernährung geht. Ja. So viel, ja. Also natürlich wurde immer wieder erwähnt, ja, bei Nierenerkrankungen und Eiweiß und natürlich bei Herzinfarkt, Cholesterin, so am Rande wurde das erwähnt, aber wo es wirklich mal nur um Ernährung geht, hatte ich 2 Stunden und die waren sehr gut gewesen. Ich habe sie in Erinnerung, das war wirklich richtig gut, ja. Aber nicht mehr als 2 Stunden. Und von Nährstoffen, also Vitamin B12 und Vitamin A und Vitamin C. Natürlich müssen wir das alles in der Vorklinik, in den ersten 4 Semestern, müssen wir die Grundlagen dafür in Physiologie erlernen. Das wird abgefragt. Also Grundwissen hat ja jeder. Aber dann in der Klinik, wenn es dann wirklich um die Krankheiten und Behandlung von Menschen geht, fällt das völlig hinten runter. Ja, da spielen Nährstoffe überhaupt keine Rolle mehr. Und ja, im Gegenteil, also wenn dann mein Student dann den Professor fragt, ja, sollte man da nicht mal Vitamin D mit dazu nehmen? Ja, dann wird also höchstens suffisant gelächelt und gesagt, ja, schaden wird es schon nicht. Aber da wird so, ja, Vitamin D, da kann man auch Nierensteine von kriegen. Also ja. Ich sage immer, und das klingt jetzt lustig, ist aber völlig ernst gemeint. Ein Laie, der sich wirklich für Ernährung interessiert und da entsprechende Internetseiten guckt, also wenn sie gut sind, gibt es natürlich auch schlechte, ja, oder entsprechende Bücher besorgt. Habe ich ja selbst auch eins geschrieben davon, ja. Ich sage mal, ein solcher Laie, der versteht von Ernährung und von Nährstoffen viel, viel mehr als der durchschnittlich ausgebildete Arzt, ja. Das würde ich auch jedem Arzt so ins Gesicht sagen und von den Professoren wollen wir erst gar nicht reden. Volker, ich habe mal ein Interview von dir oder mit dir gehört. Da hast du auch gesagt, das ist ja auch so eins der großen Themen der heutigen Zeit, auch Diabetes ist so eine Erkrankung, wo Menschen durchaus auch, ich sag's mal in Anführungsstrichen, vielleicht magst du die wegnehmen, geheilt werden könnten, wenn sie sich entsprechend ernähren, beziehungsweise wenn es ein Interesse auch ärztlicher Seite davon gäbe, die Menschen dementsprechend anzuleiten oder ihnen die Informationen weiterzugeben. Ja, da habe ich ja vor 15 bis 20 Jahren habe ich ein Diabetesbuch geschrieben. Das wollte ich dann nennen, Diabetes ist heilbar. Und da ist der Verlag dann zu Diabetologen gegangen und hat die gefragt, ob man das so nennen könnte. Und ich gesagt, nein, wenn jemand einmal Diabetes hat, das ist nie wieder heilbar. Ja, und ich habe mich dann mit dem Verlag gestritten.
Und dann hat ein benachbarter Verlag, der wollte dann ein Buch auch unter diesem Titel rausbringen, Diabetes ist heilbar. Und dann hat meine Lektorin gesagt, nee, wir waren aber zuerst da. Und dann hieß das Buch sogar, Diabetes ist doch heilbar. Ah. Also inzwischen heißt es wieder, Diabetes ist heilbar. Also ja, es ist heilbar. Also jetzt nicht der Typ 1 Diabetes, ja, sondern der Typ 2 Diabetes. Und natürlich auch nur dann, wenn er nicht zu weit fortgeschritten ist. Ja. Also in den Anfangsstadien ist jeder Diabetes Typ 2 heilbar. Das behaupte ich nach wie vor. Mit der richtigen Ernährung, mit der richtigen Bewegung, mit den richtigen Nährstoffen ist das nach wie vor möglich. Das Buch ist, glaube ich, in der 4. oder 5. Auflage. Und ich habe viele Rückmeldungen von Patienten, die sich damit selbst vom Diabetes und von Medikamenten komplett befreit haben. Ja, aber warum wird das nicht aufgegriffen? Das wären doch riesen Kostenersparnisse auch für Krankenkassen, für die so gebeutelte Gesundheits Gesundheitssystem, ne? Unser Gesundheitssystem, was ja so kränkelt und krank ist. Ja, ich habe dann vor 20 Jahren, als mein Buch rauskam, habe ich dann mal 10 Landeskrankenkassen in Hessen, wo ich damals praktiziert habe, angeschrieben, habe denen mein Buch und mein Programm vorgestellt, habe gesagt, Mensch, wenn ihr Patienten habt, die schlecht eingestellt sind, die kurz davor sind, die Insulinspritze zu applizieren, dann schickt die doch zu mir, ich kann die schulen, ich bringe die vom Diabetes wieder weg. 9 Krankenkassen haben gar nicht geantwortet. Eine hat auf das Disease Management Programm hingewiesen, was ein Programm ist, was die Leute im Diabetes drin hält. Ja, das ist ein sogenanntes Chronikerprogramm. Und das war damals so, wenn ein Diabetiker sich in dieses Disease Management Programm hat einschreiben lassen, musste er keine Praxisgebühr mehr bezahlen, war ein kleiner Vorteil von ihm. Der Arzt hat, ich glaube, 100 Euro mehr bekommen für den Patienten und die Krankenkasse konnte den Patienten im Risikostrukturausgleich abrechnen. Das bedeutet, also der Grundgedanke ist eigentlich gut, also Schwerkranke wie Krebspatienten oder eben Diabetiker, die in den Krankenkassen viel Kosten verursachen, wenn eine Krankenkasse davon besonders viel hat, gibt es über einen Ausgleich zwischen den Krankenkassen, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr, aber damals gab es das noch, ja, wurde es miteinander ausgeglichen. Der Grundgedanke ist gut, aber der Ausgleich bestand in Form von 5.000 Euro. Das heißt also, wenn es mir gelingt, Menschen vom Diabetes zu heilen oder sie heilen sich selber und die fliegen darum aus dem Programm heraus, verliert die Krankenkasse 5.000 Euro im Jahr. Das heißt, es war ein Verlustgeschäft für die Krankenkasse. Die durften gar nicht zulassen, dass ihre chronischen Patienten heil wurden. Also, tut mir leid, das ist pervers. Das ist ein krankes, ein zutiefst krankes sogenanntes Gesundheitssystem. Aber so läuft, das ist der Grund. Gesundheit und Gesunderhaltung wird nicht belohnt, sondern nur Krankheit wird belohnt. Wenn die Diabetologen Patienten auf Insulin einspritzen, wenn die Pharmafirmen Insulin spritzen und andere Diabetesmittel verkaufen und so weiter, nur das wird belohnt, vom Diabetes wegzukommen. Da hat niemand in unserer Gesellschaft irgendein Interesse daran. Aber Volker, jetzt einfach mal ohne Zahlen zu nennen, du bist doch in deiner langen, langen Arztlaufbahn, hast wahrscheinlich nicht am Hungertuch genagt, obwohl du Leuten so unkonventionelle Sachen wie Vitamin D empfohlen hast. Also es ist ja immer die Begründung, die Ärzte haben Angst, den Menschen so gesunden Lebenswandel, ja so Änderungen des Lebenswandels zu erklären, weil sie dann eben nichts mehr verdienen. Aber es gibt doch genug Kranke, oder? Ja, natürlich. Also okay, ich habe mir da halt so eine kleine Nische rausgesucht und kleine Nischen, da gibt es immer dann auch Überlebenskünstler, die in dieser Nische dann überleben können, ja. Aber wenn ich, was weiß ich, Oberarzt oder Professor in einer Uniklinik geworden wäre und da Drittmittel bekommen hätte und große Studien gemacht hätte und große Vorträge für Pharmafirmen, also, da hätte ich schon viel, viel mehr Geld verdienen können. Aber stimmt. Das lag nicht in meiner Absicht. Ich habe mich so sehr wohl gefühlt, auch als Außenseiter, ja. Das ist auch eine ethische Frage, wohlgemerkt. Das ist auch, muss sich jeder selber entscheiden. Genau, das denke ich mir auch. Also ich habe Ärzte erlebt, die waren absolut gegen eine bestimmte C-Impfung. Und am Ende haben sie dann doch geimpft und dann stand plötzlich der dicke Porsche vor der Tür. Sorry, ich habe es wirklich hier vor Ort so gesehen. Und dann wird es mir ganz übel, wenn ich sowas sehe.
Ja, das Fass muss man jetzt, glaube ich, heute nicht mehr aufmachen. Nee, ich sage Aber auch nur, man da, kann viel Geld verdienen, eben wenn man über seinen Schatten, seinen ethischen Schatten springt aber vielleicht da nochmal das letzte Wort dazu. Auch hier sind wir wieder bei den Nährstoffen. Wir wissen heute, die Studien sind da, die sind nicht widerlegt worden. Wenn wir alle gut mit Vitamin D und Omega-3, vielleicht noch mit Selen und Zink, also mit den wichtigen Immunstoffen, wenn wir damit ausgestattet gewesen wären, hätten wir die Schlimmfung und auch keine Lockdown-Maßnahmen nötig gehabt. Es hätte praktisch keine Toten gegeben. Wir wissen heute aus Studien, mit der richtigen Nährstoffversorgung stirbt praktisch niemand. Was weiß ich, der 85-jährige, stark übergewichtige Diabetiker vielleicht schon, aber alle anderen, es wäre praktisch niemand an Corona gestorben. Wir hätten überhaupt keine Krise gehabt. Wir können ja beliebig statt C auch andere Wörter einsetzen. Ich meine, es gibt jedes Jahr alle möglichen Epidemien und es wird in Zukunft sicherlich auch durch unsere Lebensweise und den Zustand dieser Welt verschiedene Epidemien geben. Das heißt, Omega-3-Versorgung und Vitamin D und so weiter, was du nennst, ist nie verkehrt, ne? Also es ist ja jetzt auch kein Grund. Oh, jetzt ist das alles vorbei, ne? Und jetzt können wir uns wieder schlecht ernähren. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je, dass wir quasi unseren Körper in einem wirklich guten Zustand halten. Ja, ganz genau. Ich meine, gehen wir doch mal aufs Auto zurück, ja. Ich meine, keiner wird doch seinem Auto ein schlechtes Benzin mit einer niedrigen Oktanzahl geben. Oder ich meine, die meisten werden sich Markenmotoröl und kein Discounteröl gönnen, obwohl das möglicherweise vielleicht gar nicht so schlecht ist, ja. Aber wir selber, wir nehmen das, was weiß ich, 1,79 Sonnenblumenöl aus dem Discounter, ja, wirklich das absolut Letzte, und wir gönnen uns keine guten Öle und keine guten Nährstoffe. Wir sind unserem Auto gegenüber, sind wir aufmerksamer als unserem eigenen Körper gegenüber. Das stimmt irgendwas überhaupt nicht, ja. Volker, Eliane sagt, wir können quasi das eine Wort durch ganz viele andere Wörter ersetzen, aber ich glaube auch, dass die sogenannten Zivilisationskrankheiten fast schon epidemisch sind, weil es gibt immer mehr Menschen, die unter denen leiden. Und könntest du und uns und unseren Zuhörerinnen vielleicht mal so ein paar aufzählen, die so sehr gehäuft auftreten? Und die man durchaus lohnenswerterweise mit der richtigen Omega-3-Versorgung und anderen Mikronährstoffen zumindest abmildern könnte, vielleicht sogar stark verbessern kann. Also Autoimmunerkrankungen waren ja der große Schwerpunkt in meiner Praxis. Die allermeisten meiner Patienten waren Autoimmunerkrankungen. Und ja, wo wollen wir da anfangen? Es gibt Dutzende von Autoimmunerkrankungen, von Alopecia areata, das ist dieser kreisförmige Haarausfall, eine Autoimmunerkrankung, bis hin zur Zöliakie, die eine Mischung aus Allergie und Autoimmunerkrankung ist. Und dazwischen gibt es Rheuma und Colitis ulcerosa und Multiple Sklerose und Hashimoto. Also wirklich Dutzende. Wir wissen heute, 20 bis 30% unserer Bevölkerung leiden unter Autoimmunerkrankungen. Das nenne ich jetzt mal eine Pandemie. Ja. In der sogenannten dritten Welt ist es noch nicht ganz so schlimm, die sind aber am Aufholen. Epidemiologen interessieren sich seit Jahrzehnten für dieses Phänomen. Warum haben in den letzten 100 Jahren Autoimmunerkrankungen, die es früher auch gab, da gab es auch vor 100 Jahren mal den Rheumatiker, aber das war extrem selten. Und heute ist das die Regel, und die dritten Weltländer holen auf. Das Einzige, was wir bisher wissen, die sogenannte westliche Lebensweise ist der Hauptfaktor für die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen. Was das nun ist, mehr Stress, mehr Fernsehen, Lebensmittelzusatzstoffe, das ist alles noch gar nicht genau erforscht. Vielleicht sollte man da mal Forschungsgelder hingehen und nicht immer neue Impfungen. Aber vor allen Dingen, das sind für mich die Hauptgründe, eben diese Veränderung in der Lebensweise, sprich in der Ernährung. Nochmal, wir haben in den letzten 100 Jahren unsere Omega-3-Zufuhr massiv runtergeschraubt. Wir haben die Arachidonsäurezufuhr Omega-6 massiv hochgeschraubt und auch Vitamin D. Ich meine, da war es bei euch damals gewesen. Ich weiß noch, ich habe auf der Straße Fußball gespielt und bin in das Schwimmbad gegangen, und Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50 kannten wir nicht, ja. Wir waren den ganzen Tag im Freien. Handys gab es keine, und Spiele am Computer gab es nicht. Wir hatten noch zumindest im Sommer und bis in den Herbst hinein eine relativ gute Vitamin-D-Versorgung.
Und heute, aufgrund der Hautarzt-Hysterie, ich muss das so sagen, vom ersten Lebensjahr an, wenn die kleinen Babys rausgefahren werden, die werden ja sofort mit der Sonnenschutzcreme zugeknallt, ja. Nur kein Sonnenbrand, nur kein Melanom, um Gottes Willen, ja. Also wir werden in den massiven Vitamin D-Mangel getrieben. Auch da könnte man lange drüber reden, was man da richtig machen müsste. Also ich bin der Meinung, 5 bis 10 Minuten können die Kinder auch im Sommer schon mal ungeschützt in die Sonne gehen. Wenn die dann länger bleiben, dann sollen sie wirklich gefälligst Sonnenschutz kriegen. Da bin ich voll dafür. Ich gehe mit den Hautärzten konform, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen sollen. Da bin ich völlig der Meinung. Aber wir müssen nicht jeden Sonnenstrahl vermeiden, weil diese Empfehlung der Hautärzte bringen die Kinder in einen massiven Vitamin-D-Mangel. Ich kenne Laboruntersuchungen, wo gezeigt wurde, im ersten Lebensjahr sind die Kinder noch relativ gut mit Vitamin D ausgestattet. Und dann endet ja irgendwann im Laufe von 1 bis 2 Jahren die sogenannte Vitamin-D-Rachitis-Prophylaxe. Und dann knallen die Kinder mit ihren Vitamin-D-Spiegeln runter auf Werte von 80-jährigen Altersheimbewohnern. Die werden in den massiven Vitamin-D-Mangel getrieben. Und wenn ich ihnen schon die Sonne als natürliche Möglichkeit der Vitamin-D-Bildung verweigere, na, dann muss ich ihnen doch Vitamin-D weitergeben. Also ich bin der Meinung, jedes einjährige Kind sollte 1000 Einheiten Vitamin-D kriegen. Und dann sollte das nicht weggelassen werden, sondern mit 3 Jahren sollte es auf 2000 gesteigert werden. Mit 6 Jahren auf 3000, mit 9 Jahren auf 4000. Und der 12-Jährige oder die 12-Jährige, ja, praktisch heute schon erwachsene Menschen, die dürfen auch schon 5000 nehmen. Das ist meine Erwachsenendosis. Ein Mensch, der sich normal der Sonne exponiert, der normal durchschnittlich isst und der 70 bis 75 Kilogramm wiegt, braucht für wirklich gute Vitamin-D-Spiegel, Vitamin-D-Spiegel, wie sie Naturvölker heute noch haben, braucht er 5000 Einheiten am Tag. Das sind vernünftige Dosierungen und wir werden von der Sonne abgehalten. Aber uns wird auch gesagt, messt um Gottes Willen kein Vitamin D. Nein, ihr braucht kein Vitamin D zu messen. Wir sind ja gerade in den letzten 4 Jahren davon abgehalten worden. Und nein, Vitamin D einnehmen, um Gottes Willen, kriegt Nierensteine davon. Macht das nicht, ja. Wir werden in die Krankheit reingetrieben. Ich hatte hier so die, ich versuche so jedes Jahresende an irgendwas, an irgendjemanden, jetzt nicht so eine anonyme Institution, an irgendwas Konkretes Geld zu spenden. Und in einem dieser verrückten Jahre hatte ich so den inneren dringenden Wunsch, ich würde gerne in einem lokalen Altenheim, keine Ahnung, ein halbes Jahr Vitamin D für die Bewohner spenden. Aber klar, ich wusste, das wird nicht gehen. Aber das war so mein Herzenswunsch, weil es ist doch kein Wunder, wenn in manchen Gegenden die sehr alten Menschen wie die Fliegen umgefallen sind. Die haben ja so quasi Minuswerte Vitamin D. Ne? Also das ist so tragisch. Das ist ein guter Gedanke, aber da müsste die Heimleitung zustimmen, ja, und genau. der Heimarzt müsste zustimmen und so weiter. Ich glaube, das wäre ganz schwierig. Aber in der Schweiz gab es hier das Wunder von Elk. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Nein. Das ging sogar in die Presse, aber dann hat man es nicht weiter verfolgt. Das Wunder von Elk bestand darin, dass es ein Altersheim gab, in dem tatsächlich auch viele Corona bekommen haben, aber merkwürdigerweise ist nicht ein einziger von denen gestorben. Das nannte man dann das Wunder von Elk. Das Wunder bestand aber darin, dass der Arzt ein Vitamin-D-Fan war und er hat seinen Altersheimbewohnern 5000 Einheiten gegeben und nicht ein einziger von denen ist gestorben. Es war kein Wunder. Das hätte jeder so haben können, aber diese Information, es kam dann sofort Fernsehsendung in der Schweiz, eine Gesundheitssendung namens Puls, gab 2 Sendungen, da wurde dann Vitamin D so richtig niedergemacht, ja, das sei völliger Humbug, das dürfe man nicht nehmen. Ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, wenn man schon sagt, ja, Lockdown und Schlimmfung und, aber dann doch wenigstens Vitamin D dazu. Wir machen doch nichts Verkehrtes dazu zu geben. Nein, von dem einzig Gesunden wurde abgeraten. Wahnsinn. Und dann gibt es ja auch immer diese Diskussion, die habe ich auch mit meinen Eltern übrigens. Wir nehmen einmal die Woche 20.000, das reicht. Mehr müssen wir nicht machen. Entschuldigung, dass ich aufschwöre. bitte deinen Eltern mal unbedingt mein Video angedeihen lassen. Ja. Ich habe so eine kleine Reihe gemacht, to D or not to D, to D or not to D. Ich hoffe, das Wortspiel hat jeder verstanden. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei Nummer 7 in der Reihe. Aber das allererste Video beschäftigt sich mit genau dieser Frage, seltene hohe Gaben oder regelmäßige niedrigere Gaben.
Es dauert jetzt zu lange, das hier, und in dem Video ist auch eine schöne Grafik, das ist so ja. schlecht zu erklären, aber ich glaube, wer das Video gesehen hat, der hat verstanden, warum wir es wirklich täglich oder zweimal täglich benötigen. Also bitte unbedingt dieses Video anschauen und nicht mehr diesen Quatsch. In der Schweiz gibt es sogar ein Präparat, das in 24.000 Einheiten drin. Das sollen die Leute dann aber einmal im Monat nehmen. Das ist völliger Quatsch, völliger Unsinn. Ja, also ja, dieses tägliche... Der Prophet im eigenen Land. Aber das passt ja auch wieder. Dieses tägliche um sich selber kümmern, das ist den Menschen aus mir nicht verständlichen Gründen irgendwie zu viel. Ne? Wahrscheinlich haben sie dann sogar noch eine App, die dann einmal im Monat erinnert, dass sie diese hochdosierten Dinge einnehmen müssen. Das ist doch eigentlich, der Menschenverstand müsste das doch eigentlich irgendwie mitkriegen, dass das nicht gut ist. Aber okay, ja. Volker, hast du vielleicht auch so mal so ein oder zwei Beispiele? Also was hier in meinem Umfeld wirklich ganz krass ist, sind überwiegend Frauen mit hochseltenen rheumatischen Erkrankungen, so einer Arthritis, Psoriasis zum Beispiel, wo ich mir auch den Mund fusselig rede, was die Ernährung betrifft, wo du sagst, ja, auch da kann man zumindest Linderung verschaffen. Also das sind ja Patienten, die nehmen ja Medikamente, die sind ja jenseits von Gut und Böse teilweise. Ja, also teilweise Medikamente, die unglaublich stark in das Immunsystem eingreifen, genau. Ja, Spätschäden machen, vermutlich auch Krebs fördern. Das wird problemlos von der Krankenkasse bezahlt. 15.000 Euro im Jahr für eine Person, das ist keine zu hohe Menge. Aber Vitamin D, also das Vitamin D-Präparat, was ich gerne empfehle, das kostet 5 Euro. Also 5 Euro Jahreskosten. Und ihr wisst es ja selber, ein gutes Omega-3-Präparat kostet 1 Euro am Tag, mehr nicht. Ja. Aber wenn ihr ein Beispiel haben wollt, mir fällt gerade ein Patient, der ist noch nicht mal mein Patient, sondern ein Psoriasis-Patient, der sich bei mir mal gemeldet hat, aufgrund des Buches. Er wollte mir nur mal seine Geschichte schildern. Und er hat gesagt, er hat seit der Pubertät hat er Psoriasis, schwere Psoriasis, also was das für einen Jugendlichen bedeutet, ja, zur Party zu gehen oder sich nicht hinzutrauen, ins Schwimmbad zu gehen, schräg angeguckt zu werden, die Freundin läuft weg und so weiter, ja. Und er hat gesagt, er hat alles versucht, er war in Hautkliniken, er hat alle Diäten ausprobiert, es hat nichts geholfen außer Cortison, aber natürlich nur so lange, wie er es draufgeschmiert hat, und dann wurde die Haut immer dünner. Und er hat eine Freundin ihm im Alter von 38 Jahren, also das war quasi ein Vierteljahrhundert Psoriasis-Karriere, hat die Freundin ihm gesagt, Mensch, mach doch mal einen Esslöffel Norsan ins Müsli, Fischöl, ein Esslöffel. Hat er getan, nach einem Monat wurde die Haut langsam besser, nach einem Jahr war die Haut komplett abgeheilt. Wow. Er hat mir Fotos von sich gesendet, in einigen meiner Vorträgen verwende ich diese Fotos. Er hat es mir ausdrücklich erlaubt, dass ich die Fotos verwenden darf, damit viele von seinem Beispiel lernen. Also wenn er jetzt bei mir Patient gewesen wäre, ich hätte natürlich noch Vitamin D gemessen und ich hätte noch Selen und Zink gemessen. Also diese vier Nährstoffe sind für mich die wichtigsten bei einer Autoimmunerkrankung. Und die meisten brauchen alle vier Stoffe, manchmal auch nur zwei oder drei. Aber dass mit einem Stoff, Omega-3, alles weggeht, das halte ich schon für ein großes Wunder. Aber wenn diese vier Nährstoffe, wenn die in Ordnung gebracht werden, wirklich optimal, in meinen Videos habe ich auch Dosierungen und Spiegel genannt und konkrete Präparate, ich nenne immer Ross und Reiter, dann bin ich sicher, dass nahezu alle, nicht alle, aber nahezu alle Autoimmunerkrankungen geheilt werden können, wie Diabetes, oder zumindest deutlich, deutlich besser gemacht werden können. Ich kenne auch viele Rheumatiker, denen ich das Cortison nach einiger Zeit, nach 3 Monaten bis 2 Jahren, dauert manchmal länger, manchmal kürzer, komplett habe wegnehmen können, die medikamentenfrei und beschwerdefrei sind. Das ist möglich. Wir haben vorhin gesagt, Diabetes ist heilbar, Autoimmunerkrankungen sind auch heilbar. Wir haben auch immer wieder die Menschen, die sagen, auch letzte Woche wieder jemand bei mir im Geschäft, ja, Norsan oder ein anderes Fischprodukt, das habe ich erst letzten Monat genommen. Dann sage ich immer, ja, aber bitte, das ist wie Essen und Trinken. Einmal im Monat reicht eben nicht aus. Ja, und dann ist es, glaube ich, auch ein großes Problem,
Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Es gibt ja mittlerweile, du hast eben schon gesagt, du magst das Wort Hype nicht, aber es ist ja zum Teil auch ein Hype geworden. Viele Influencer bewerben ja solche Produkte en masse. Und dann heißt es immer, ja, aber mein Präparat ist viel günstiger. Was heißt, billiger. Ja, na gut, günstig. Also man muss ein paar Sachen bedenken. Man muss den Preis natürlich auch mit bedenken. Es gibt teilweise sehr teure Präparate. Grillöl ist einfach völlig überteuert. Grillöl ist genauso gut wie Fischöl, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wird immer behauptet, das wird besser resorbiert. Das ist völliger Quatsch, völliger Blödsinn. Aber das kostet 5 bis 10 Mal so viel. Das ist wirklich überteuert. Wichtig ist die Qualität. Ich habe auf meinem Schreibtisch immer eine Flasche Fischöl und eine Flasche Algenöl gehabt. Und wenn Patienten dann zu mir gekommen sind und ich habe es denen empfohlen, habe ich es immer probieren lassen. Weil ich habe natürlich auch viele ältere Patienten gehabt, die sind noch vom Lebertran gebeutelt worden. Ja. Und wenn ich denen dann Fischöl oder Algenöl angeboten habe, dann denke ich, oh, schmeckt das denn nicht wie Lebertran? Sage ich, nein, probieren Sie bitte mal, dass Sie selber Ihre Erfahrung machen und sehen, ah, das ist ja gar nicht so schlimm. Natürlich schmeckt es einen Hauch nach Fischöl. Und ich sage auch immer, bitte nicht pur nehmen. Also selbst wenn ihr das jetzt ganz gut findet, nehmt es nicht pur. Macht es bitte in die Suppe rein. Macht es in die Salatsuppe rein. Ich nehme es fast immer mit einem Glas. Mache in das Glas einen Querfinger, nur einen Querfinger Saft rein. Tomatensaft, Orangensaft, irgendwas, was den Geschmack überdeckt. Dann das Öl dazu, Teelöffel Algenöl, Esslöffel Fischöl, was ich gerade brauche. Und dann zusammen runter und dann nochmal einen Schluck Saft hinterher, damit wirklich der Mund ausgespült ist, damit ich nicht den Geschmack im Mund habe. Ich mag es nicht pur, nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks. Aber wenn der Geschmack überdeckt ist, ist es kein Problem. Ich habe es auch schon mit Kaffee getrunken, ich habe es auch schon mit Rotwein genommen. Es ist alles überhaupt kein Problem. Das ist auch noch eine Idee. Aber ja, Geschmack also überdecken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich lebe seit 3 Ewigkeiten vegetarisch und esse aber ab und zu Fisch, wobei das hier in meiner Bucht auch nicht unbedingt zu empfehlen ist. Mhm. Aber ich esse einfach gerne Fisch und habe lange Zeit nur das Algenöl von Nazan genommen. Und da habe ich dann festgestellt, weil ich ja sowieso Fisch esse, kaufe ich jetzt auch mal das Fischöl und habe festgestellt, dass das Fischöl, zumindest wenn es frisch geöffnet ist, viel weniger fischig schmeckt als das Algenöl. Also das ist ganz spannend. Ja. Man muss halt da auch so ein bisschen eben seinen Trick finden, wie du genau sagst. Ja, aber das ist auch mal so, mal so. Also es sind ja beides Naturprodukte und die können sich auch mal von Charge zu Charge unterscheiden. Ja? Mhm. Also die meisten meiner Patienten haben das Algenöl präferiert. Manche auch das Fischöl und manche, so wie ich auch, die wechseln einfach immer mal ab. Ja. Genau. Die nehmen eine Flasche davon, eine Flasche davon, ist überhaupt kein Problem. Aber nochmal zur Qualität. Also der große Vorteil von dem flüssigen Öl ist einfach, wenn es jetzt wirklich richtig, richtig arg fischig stinkt, ja, dann ist es verdorben, es ist ranzig geworden. Und in den Kapseln merkt man das ja nicht. Ja. Wenn Leute zu mir kommen und haben Fischölkapseln, dann bin ich immer froh, wenn sie die dabei haben, dann lasse ich die nämlich immer drauf beißen. Und da habe ich schon Sachen erlebt. Also die Leute haben das Gesicht verzogen. Die hätten mir beinahe in die Praxis gekotzt. Ja, was, das habe ich genommen, das war ja so eklig. Nach meiner Erfahrung sind etwa 80% aller Fischölkapseln verdorben. Die sind ranzig. Ja, die gehören in den Müll und nicht in den Menschen. Also wenn jemand Kapseln hat, bitte mal drauf beißen. Und mit einem frischen Fisch oder Algenöl mal im Geschmack vergleichen. Wenn das arg fischig ist, weg damit, das ist schlecht geworden. Ich glaube, das Ding ist ja auch, dass die Inhaltsstoffe sich auch von den Produkten sehr unterscheiden und dass dadurch natürlich auch so ein Discounter-Produkt oder so ein Produkt aus dem, keine Ahnung, wie nennt man die, Drogeriemarkt, sicherlich auch preislich unterscheidet, weil einfach weniger der Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. Das wissen viele Menschen nicht und die lesen nicht, wie viel ist eigentlich drin, wie viel muss ich davon nehmen, um überhaupt auf die entsprechende Tagesdosis zu kommen. Ja, genau. Also wir müssen, die Hausnummer ist eben 2 Gramm EPA DHA. Kann ja jeder mal gucken auf seine Packung, ja. Wie viel muss er denn nehmen, um auf 2 Gramm EPA DHA zu kommen? Muss ich aber allerdings noch einen Wermutstropfen in den Tee hineintun. Es gibt auch Fischölkonzentrate. Also normalerweise besteht reines, natürliches Fischöl zu etwa 30% aus Omega-3.
Also wenn man sieht, man hat eine Kapsel, da sind 1000 Milligramm Fischöl drin. Das wäre eine schon nur ordentlich dicke Kapsel. Und da sind dann etwa 300 Milligramm EPA DHA drin, kann er davon ausgehen, dass das ein natürliches Fischöl ist. Sind da aber 500, 600, 800 Milligramm in der 1 Gramm Kapsel drin, dann ist es ein Fischölkonzentrat. Okay. Und das lehne ich strikt ab. Da müsst ihr auch noch mal eine Viertelstunde drüber reden, warum. Ich habe aber dazu auch ein Video gemacht. Also YouTube, Schmiedel, Fischölkonzentrat. Das hat nichts, aber auch gar nichts mehr mit natürlichem Fischöl zu tun. Das ist industrieller Dreck. Oh, werden die Fischöle, wir haben ja eingangs schon mal drüber gesprochen, dass man es heute nicht mehr vertreten kann, so oft Fisch zu essen, wie man es eigentlich essen sollte, um auf die entsprechenden Werte zu kommen, um diese Balance zwischen Omega-3 und Omega-6 wieder in eine gute Richtung zu lenken, wegen der Verunreinigung der Fische, also sprich, weil sie die Fische quasi schon vergiftet sind. Wie sieht es denn mit den Ölen aus? Ja. Auf was achtet der Verbraucher oder sollte er achten, wenn er so ein Produkt kauft? Also Oxidation kann in der Regel einigermaßen selber erkennen an Geschmack oder Geruch. Schwermetallbelastung kann er nicht schmecken, ja. Das Beste ist dann, er schreibt seinen Händler oder den Hersteller mal an und sagt, gib mir doch mal eine Schwermetall- und Pestizidanalyse deiner letzten Charge. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht, habe mal 10 Firmen angeschrieben und ich habe überhaupt nur von 2 eine vernünftige Antwort gekriegt. Das eine war eine Schweizer Firma und ich habe das anonym gemacht. Ich meine, in der Szene bin ich natürlich bekannt, also ich habe das unter falschen Namen gemacht, ja. Und es war tatsächlich, wie gesagt, diese eine Schweizer Firma, die hat mir die Daten gegeben, die ich haben wollte. Und es war die Firma Nossan gewesen. Es waren die einzigen, die mir die Analysen gegeben haben. Jeder kann das selber nachprüfen, kann die Firmen auch anschreiben. Und wenn er keine Antwort bekommt, ist das natürlich auch eine Antwort. Und ich kann im Moment eben nur für diese beiden Firmen die Hand ins Feuer legen, dass ich sagen kann, ich habe die Schwermetalle und die Pestizidanalysen gesehen. Es ist unterhalb der Nachweisgrenze, es ist nicht nachweisbar, da kann man dann wirklich sicher sein. Wir müssen 2 Dinge bei der Fischölverarbeitung fordern, nämlich diese Schadstofffreiheit, das kann man untersuchen, kostet aber Geld. Und das andere, die Ware muss frisch zubereitet sein. Die Firma Norsan garantiert halt, dass die Fische innerhalb von 3 Stunden verarbeitet werden. Das Öl wird dann mit einem sehr hochwertigen biologischen Olivenöl versetzt, was quasi ein natürliches Antioxidant darstellt. Und ich war mal in der Fabrik gewesen, wo die Kapseln hergestellt werden. Weil das sind so richtig 159 Liter Ölfässer. Die werden dann in die Kapselabfüllmaschine getan und dann läuft eben so nach und nach das Öl raus und füllt die Kapseln. Und dann kommt ja von oben Luft nach. Und da beginnt bereits die Oxidation. Ja. Ja. So, der Hersteller, der die Nossan-Kapseln gemacht hat, der hat dann Stickstoffgas nachlaufen lassen. Also nicht freie Luft mit Sauerstoff, sondern Stickstoffgas. Also damit wurde die Oxidation dann blockiert. Ja, ist natürlich extrem aufwendig, ist natürlich auch viel teurer. Aber dafür haben wir dann auch eine gute Qualität. Auf solche Dinge muss man einfach achten. Ja, und die ganzen Billigprodukte aus dem Supermarkt, die machen das natürlich alle nicht. Ich vergleiche sowas ja immer mit Apfelkuchen. Also ich kann für 2 Euro wahrscheinlich so einen billigen Apfelkuchen kaufen. Na klar, da ist Teig, Weizen, Margarine, irgendwas drin und ein paar Äpfel. Und dann mit einem wirklich echt selbstgemachten, mit echter Butter und mit schönen Bio-Äpfeln und so weiter, die heißen beide Apfelkuchen. Aber ich denke, das wird jeder Mensch schmecken können und vielleicht auch sagen können, dass es doch ein erheblicher Unterschied ist. Und natürlich kostet so eine Überwachung und so ein sorgfältiges Umgehen eines Produktes müssen wir halt logischerweise mitzahlen. Ist ja auch okay, oder? Wir haben jetzt ganz viel über körperliche Erkrankungen gesprochen. Wir haben über Rheuma gesprochen und über Diabetes. Wie sieht es denn aus mit den psychischen Disbalancen wie Depressionen, Angstzuständen, Herzrasen und so weiter? Sind die auch beeinflussbar durch eine gesunde Ernährungsweise oder Vitamin D, Omega-3 und Zink, Selen und so weiter und so fort? Ja, also ich habe neulich noch eine Meta-Analyse gesehen. Da hat man einfach nur geschaut, wie die Ernährung mit Depressionen zusammenhängt. Und man hat gesehen, allein eine vollwertige Ernährung zu sich zu nehmen, mindert das Risiko, überhaupt eine Depression zu bekommen, bereits enorm.
Sonnenlicht hat eine enorm antidepressive Wirkung. Den meisten Menschen geht es ja im Sommer auch von der Stimmung her viel besser, auch nicht-depressiven. Ja. Das hat zwei Gründe. Einerseits die Vitamin-D-Bildung über die Haut, wenn wir sie denn zulassen. Und zweitens die Serotonin-Bildung. Helles Licht, das Licht muss über 10.000 Lux haben. Das ist in der Regel im Freien gegeben bei Sonnenschein. Im Inneren müsste man dann sehr, sehr helle Lampen haben. Hat über die Serotoninbildung auch eine antidepressive Wirkung. Und ja, die sogenannten Winterdepressionen sind eben auf den Vitamin-D-Mangel und auf den Serotoninmangel zurückzuführen. Das wäre alles vermeidbar und zur Not nehmen wir halt dann im Vitamin-D ein. Und wenn es Hinweise auf den Serotoninmangel gibt, ich habe auch ein Video dazu gemacht, dann gibt man eben die Serotonin-Vorstufe 5-HTP, wenn man kein Licht im Winter hat. Ja, das wäre alles zum großen Teil vermeidbar. Also Vitamin D ist da besonders bei den Depressionen sehr wichtig. Zink zum Beispiel. Zinkmangel ist ein riesiger Risikofaktor für die Entwicklung von Depressionen. Das weiß ich auch selber erst bei ein paar Jahren. B-Vitamin, besonders B12, hat auch eine antidepressive Wirkung. Und der wichtigste Faktor bei allen psychischen, psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen ist wiederum das Omega-3. Wir wissen, die Omega-3-Fettsäure DHA ist die wichtigste Fettsäure im zentralen Nervensystem. Ja, unser zentrales Nervensystem besteht ja zu 60% aus Fett und die Hälfte davon ist DHA. DHA kommt aber in der Nahrung so gut wie nicht vor. Aber das Gehirn will die Hälfte seiner Zusammensetzung in Form von DHA. Und wenn ich nun Jugendliche habe, die einmal im Monat Fischstäbchen essen, aber sonst nur Hamburger und sonstigen Mist, ja, wo sollen das DHA denn herkommen? Also ich behaupte heute, und ich habe auch schon Vorträge vor Psychiatern gehalten, das war übrigens auch offene Psychiater, die haben mir dazu gestimmt, eine psychische Erkrankung heute ohne Omega-3 behandeln zu wollen, nenne ich einen Kunstfehler. Wow, wichtiger Satz. Ja, ganz wichtig. Sehr wichtiger Satz. Ja, ja. Also letztendlich müsste man ja versuchen, schon den jungen Menschen zu verklickern, indem wir sowas essen, geben wir dem Körper sowas wie Bausteine oder vielleicht muss man heutzutage die Computersprache auch bedienen, ne? dass wir den Körper mit Pixeln und Bytes füttern, damit das alles flutscht und damit wir nicht depressiv werden. Also, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele, viele Erwachsene verstehen das gar nicht, dass wir mit einer vernünftigen Ernährung und eben mit entsprechender Omega-3-Supplementierung, dass wir damit Bausteine für unser Funktionieren, für dieses geschmierte Funktionieren essen müssen. Also eigentlich bei den jungen Menschen ist es ja eigentlich schon zu spät. Also es ist nie zu spät. Ich kann auch mit 70 Jahren anfangen, Omega-3 zu nehmen, wenn ich mich vor Demenz schützen will. Da hilft es ja auch. Ja. Wir müssen viel früher anfangen. Wenn mich Leute gefragt haben, wann sollen Menschen denn mit Vitamin D und Omega-3 anfangen, da habe ich früher immer gesagt, ja, das Beste wäre im Alter von -9 Monaten damit anzufangen. Super. Okay, da überlegen dann einige und bei der Zeugung, ja gut, ja. Ich habe neulich aber mit der Gynäkologin geredet und die gesagt, nee, das ist falsch. Eigentlich im Alter von -12 Monaten. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die Eizelle und auch die Samenzelle gebildet wird, müssen eigentlich Mutter und auch ganz wichtig, auch Vater bereits mit allen Nährstoffen ausgestattet sein. Dann haben wir wirklich gute Voraussetzungen. Und wenn die Mutter dann die gesamte Schwangerschaft durchgehend Omega-3 nimmt und in der Stillzeit auch, dann ist das Kind geschmacklich daran gewöhnt. Ja? Wenn das Kind dann den ersten Brei bekommt, Möhrenbrei oder was anderes, Bananenbrei, dann kommt dort auch Omega-3 rein. Und zwar 1 Tropfen Algenöl pro Kilogramm Körpergewicht oder 2 Tropfen Fischöl pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist das Kind von klein auf dran gewöhnt, es kennt nichts anderes. Es wird keine Probleme machen, dass das immer in der Nahrung auftaucht. Und die werden das dann auch im jugendlichen Alter weiternehmen. Ja, also meine Kinder habe ich als Schulkinder nie dazu bringen können, mit Fischöl, da sind die weggelaufen. Ja. Mit Beginn des Studiums haben die beide damit angefangen, sind beide mental, kognitiv und auch mit den Prüfungsergebnissen sehr gut durchs Studium gekommen und nehmen es jetzt immer noch weiter. Die wissen, warum sie das tun. Ja? Also ich kann auch später noch anfangen, aber bei Jugendlichen ist es sehr schwer. Es wäre das Beste im Kindesalter oder noch besser vor der Zeugung, das wäre das Allerbeste. Das Thema ADHS, also Hyperaktivität, ist sicherlich auch eins, was ganz eng damit verknüpft ist, oder? Natürlich, es gibt Meta-Analysen dazu, also nicht einzelne Studien, sondern
Zusammenfassung von vielen gleichartigen Studien, die ganz klar gezeigt haben, epidemiologisch, wenn Kinder gut mit Omega-3 versorgt sind, haben sie ein deutlich geringeres Risiko, ADHS zu bekommen. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, kann ich mit Omega-3 noch deutliche Verbesserungen erzielen. Also ich sage immer, ADHS ist keine Ritalin-Mangelkrankheit, wenn überhaupt ist es eine Omega-3-Mangelkrankheit. Ich habe auch mehrere Kinder, wo ich dann über die Eltern halt die Kinder dann damit versorgt habe und wo dann Lehrer oder Mitschüler oder die Eltern von Mitschülern, die Eltern des ADHS-Kindes angesprochen haben und was habt ihr mit dem Kind gemacht? Nimmt das jetzt doch Ritalin? Ist ja völlig verändert. Nein, das nimmt kein Ritalin, das macht was anderes, ja. Also auch das kann man behandeln, aber das ist den Schulpsychologen, den meisten und den Lehrern leider auch gar nicht. Es ist denen nicht bekannt. Es ist einfach viel zu einfach. Ja. Es ist so billig, ja. Keine Pharmaindustrie hat ein Interesse daran, das zu verbreiten. Die können keine großen Kongresse machen mit teuren Professoren. Also wir haben wieder die ökonomischen Gründe. Und das andere ist auch, ich sag mal, so ein mentaler Grund, ja. Ich kann Ärzte schon verstehen irgendwo. Die kriegen das ganze Studium beigebracht, welche tollen Operationen man machen kann. Und die neuen Medikamente, die es heute gibt, die haben Entwicklungskosten von 100 Millionen Euro und behandeln dann eine ganz kleine Krankheit. Und das soll es mit Vitamin D und Omega-3 soll es Naturstoffe geben, die fast nichts kosten, ja, die jetzt also quasi ein Heilmittel sind. Das geht dir nicht in die Birne rein. Das verstehen die mental nicht. Das kann doch nicht sein, dass es so einfach ist. Ja, doch, es ist so einfach. Du, weißt du, wenn wir dich schon hier haben und du brennst ja dafür, so wie wir ja auch, da gibt es doch diesen berühmten, relativ neuen rote Handbrief bezüglich der Gefahr von Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil das wäre uns sicher ganz wichtig, weil da glaubt man uns, glaube ich, und Frau auch nicht so sehr. Und wenn du das nochmal erläuterst, ist es vielleicht so, dass wir Menschen wieder zurückholen aus der Panik und der Angst, jetzt doch Omega-3 weiterzunehmen. Ah, ich habe befürchtet, die Frage kommt heute nicht, aber na gut. Sorry. Also erstmal, ja, da ist tatsächlich was dran. Also mit wirklich zu hohen Dosen kann ich tatsächlich das Risiko von Vorflimmern erhöhen. Aber, jetzt kommt das Aber, also diese Meldung ist völlig undifferenziert ausgesprochen worden und in der Art und Weise, wie es gemacht worden ist, ist einfach auch falsch und schädlich. Ich selber habe 3 Videos dazu bei YouTube gemacht, 3 Videos. Also wer wirklich dieses Thema hat, Vorflimmern, und er würde gerne Omega-3 nehmen und der Kardiologe hat ihm abgeraten, ja, bitte diese 3 Videos mal anschauen. 2 relativ kurze Videos von, ich glaube, einer Viertelstunde. Ein längeres Video mit zwei Kardiologen. Ja, also es gibt auch ganz wenige, aber es gibt Kardiologen, die auch meiner Meinung sind. Und wir haben das dort sehr differenziert betrachtet. Ich sage jetzt nur ganz kurz die 2, 3 wichtigsten Dinge. Ja, sehr hohe Spiegel an Omega-3 fördern das Vorflimmernrisiko. Was der rote Handbrief nicht sagt, dass niedrige Werte das Risiko auch erhöhen. Wir haben bei Omega-3 und Vorflimmern eine sogenannte U-förmige Kurve. Das heißt, es gibt einen Spiegelbereich, da haben wir das niedrigste Risiko für Vorflimmern und dieser Bereich liegt bei einem Omega-3-Index von 8-11%. Das kann man heute messen. Bei Nossan kann man die Fettsäureanalyse beantragen, ja, kann man selber zu Hause am Küchentisch mit 2 Tropfen Blut machen. Also bei 8-11%, und das ist interessanterweise auch der Bereich, in dem wir die wenigsten Krebserkrankungen haben, die wenigsten Autoimmunerkrankungen und so weiter, das ist der optimale Bereich. Da haben wir auch das geringste Risiko für Vorflimmern. So, und jetzt kommt aber noch besser. Es gibt eine große Studie, da hat man gesehen, wenn dort, also in dieser Studie, Leute Omega-3 genommen haben und die haben dort mit 4 Gramm eine sehr hohe Dosis gegeben, dann ist das Risiko von Vorflimmern von 2% auf 3% gestiegen. Warum haben wir denn so Angst vor dem Vorflimmern? Wegen der Schlaganfälle. Vorflimmern kann über Gerinnselbildung Schlaganfälle machen. Man hat in der Studie dann aber gemessen, diejenigen, die Omega-3 hatten, obwohl sie Omega-3 nahmen und obwohl sie mehr Vorflimmern hatten, hatten aber 1% weniger Schlaganfälle. Das heißt, wenn der Kardiologe seinem Patienten sagt, nimm kein Omega-3, du kriegst Vorflimmern, dann erhöht er bei diesem Patienten das Schlaganfallrisiko.
Das finde ich jetzt mal einen richtig tollen Tipp, ja. Also richtig in die gegriffen, ja. Also wirklich kann diese Kardiologen, ich kann sie nicht verstehen, sie sollten sich die Originalarbeiten mal durchlesen, ja. In meinen Videos gibt es die Links zu diesen Originalarbeiten, ja. Kann sich jeder interessierte Laie, aber auch die Kardiologen, die können ja noch dazulernen, wenn sie wollen, kann sich das jeder dort angucken. Ich habe diese Studien verlinkt. Genau das wollte ich jetzt zum Abschluss erwähnen, weil ich deine Videos ja schon sehr, sehr lange kenne, auch wenn, ich habe es eben der Sabrina erzählt, YouTube, ich habe es ja abonniert, aber YouTube zeigt mir das oft nicht und ich muss dann quasi zu Fuß suchen gehen. Deine Kurse sind so toll, so tiefgründig, so gut recherchiert, tolle Folien und du hast immer die Links, dass man selber nachlesen kann. Wir empfehlen ja auch immer, Leute, glaubt uns nicht alles, recherchiert selber. Und vielleicht reicht es manchen nicht, nur in Anführungsstrichen einem Arzt zuzuhören, aber dieser Arzt, der Herr Dr. Schmiedl, der verlinkt das immer, der schaut sich, der macht sich die Arbeit, die wir uns vielleicht nicht machen wollen und schaut sich durch ganz viele Studien durch. Und dieser Kanal ist völlig kostenlos. Und für ein Abo und ein Like verdient er dann ein paar Rappen, um auch diese Arbeit zu unterstützen. Aber das ist einer der wertvollsten Kanäle für eine wirkliche, ehrliche Gesundheitsinformation. Ja, also vielen Dank, Folger. Ja. Ja, vielen Dank, Folger. Ich habe ja noch einen Newsletter, da gibt es ja auch jeden Monat die Studie des Monats. Und da verlinke ich natürlich auch die Studie. Ich erkläre sie auf Deutsch, oftmals mit Grafiken auch, aber den Original-Link, wo man in die medizinische Datenbank kommt, wo man das Original lesen kann, habe ich auch immer dabei, auch im Newsletter, vielleicht auch den Newsletter nochmal abonnieren. Wir können ja drunter unter das Video dann auch den Link nochmal stellen. Ja. Ich habe da mittlerweile über 20.000 Abonnenten, beim Kanal sind es mittlerweile auch schon über 35.000. Also ich habe vor drei bis vier Jahren mit meinem Blog angefangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein erfolgreicher Blogger werde. Das ist eigentlich in meinen Sternen geschrieben. Aber es macht auch Spaß und man kriegt ja auch die Rückmeldung. Also irgendwie sind es, glaube ich, Informationen, die vielen Leuten auch weitergeholfen haben. Ja, und die Eigenermächtigung, die Selbstverantwortung, die Selbstfürsorge wird wichtiger denn je werden, weil es wird immer weniger Geld für Gesundheit geben, zumindest nicht für die richtige. Wie du schon gesagt hast, es ist so günstig, sich gesund zu halten und zu ernähren, aber es wird einfach viel, viel mehr Geld für pharmazeutische Produkte zur Verfügung gestellt, die aber in den allermeisten Fällen einfach unerwünschte Wirkungen noch mit aufweisen, die dann wiederum neue Medikamente benötigen. Ja. Und von daher ist es wichtiger denn je, dass wir uns mit Menschen wie dir beschäftigen und auch das Glück haben, dass wir dich jetzt interviewen konnten und durften, dass du die Zeit dafür gefunden hast, weil wir sind keine Wissenschaftlerinnen, wir bezeichnen uns selbst als Wissenschafferinnen, um den Menschen Wissen zugänglich zu machen, auf eine einfache Art und eine verständliche Sprache. Und dazu einfach auch immer wieder auf der psychischen Ebene und auf der körperlichen Ebene die ätherischen Öle nicht zu vernachlässigen. Das muss man einfach auch sagen. Wir können mit einem guten Duft direkt ins limbische System schießen, sozusagen, und uns auch eine gute Stimmung ganz einfach zaubern, wenn wir auch hier gilt es wieder, gute Produkte verwenden. Und das ist, glaube ich, immer das A und O. Ja, kann ich unterstützen. Ich bin da ein großer Fan der Aromatherapie. Und was viele nicht wissen, unser Riechnerv ist ja kein Nerv, sondern ist ein Teil des Gehirnes. Ja? Genau. Wir kommen mit diesen Aromastoffen quasi direkt an das Gehirn dran. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wir sind jetzt hier mehrfach in dem Video oder in dem Podcast sind wir mehrfach politisch geworden. Ich muss das jetzt auch nochmal sagen. Ich möchte jetzt auch nochmal eine Bresche für die Schulmedizin schlagen. Bei akuten Krankheiten und bei Notfällen kommen wir um die Schulmedizin nicht rum. Ja? Genau. Wenn ich einen Verkehrsunfall habe, dann möchte ich ins Akutkrankenhaus, dann möchte ich die gesamten Segnungen der Intensivmedizin haben. Und dann möchte ich Aromatherapie vielleicht zusätzlich noch haben. Das kann mir dann auch noch helfen, aber ich will die Schulmedizin dann haben. Und wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann möchte ich nicht nur Globuli nehmen, sondern dann will ich gefälligst die richtige Pharmakologie haben und Stents und Auflösung der Herzinfarktgrinse und alles, ja. Also bei der Akut- und Notfallmedizin ist die Medizin segensreich ohne Ende. Bei den chronischen Erkrankungen, bei nahezu allen chronischen Erkrankungen ist sie eigentlich ziemlich hilflos, ja.
bis auf eine fast immer nur symptomatisch, symptomunterdrückende Therapie hat sie fast nichts zu bieten. Da ist die Lebensweise, die Ernährung, die Nährstoffe, Aromatherapie, Phytotherapie. Wir sind da viel, viel erfolgreicher. Das muss ich einfach dazu sagen. Ja, das ist so wichtig. Oh, das war so schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Das ist auch ganz wichtig, dass wir den Menschen auch vermitteln, dass wir keine Gegner der Schulmedizin oder der Medizin sind, sondern dass die durchaus ihre sehr, sehr gute Daseinsberechtigung hat und uns Leben retten kann. Aber dass viele der langen chronischen Krankheiten tatsächlich auch hausgemacht sind und dass wir die auch mit Hausmitteln, mit dem alten Wissen auch wieder gut unterstützen und in den Griff bekommen können. Ja. Vielen Dank für dieses Statement. Mir fällt noch eine Warnung zum Schluss ein. Also immer dann, wenn etwas unglaublich positiv angepriesen wird, sei das jetzt ein Gebrauchtwagen oder irgendwas anderes, dann schrillen doch normalerweise alle Alarmknochen. Also wenn Ihnen jemand sagt, ich habe hier die Spritze für Sie und damit nehmen Sie ab, ohne sich anzustrengen, oder ich habe hier ein Präparat, das ist bei dieser Erkrankung der absolute Gamechanger, nichts anderes geht, dann sollten Sie eigentlich immer vom Gegenteil ausgehen. Also je mehr etwas angepriesen wird und vor allen Dingen ohne Hintergrund, ohne wissenschaftlichen Hintergrund, umso kritischer sollten wir sein. Und das gilt in der Naturkunde übrigens auch so. Ja? Also da werden ja auch viele Wundermittel angepriesen. Also ich bin da auch nicht mit allem konform. Da sind einige Dinge, da würde ich schon sagen, hey, das ist ein Hype, da werden wir in 5 Jahren nichts mehr davon hören. Ja? Also wir müssen auch bei der Naturkunde genauso kritisch sein wie bei der Schulmedizin. Großartig. Also das war wirklich in Kürze wirklich ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, lieber Volker. Wie gesagt, wir verlinken alle relevanten Dinge vom Newsletter über deine YouTube-Seite und so weiter und können unseren werten Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich nur ans Herz legen. Lernt weiter und das war jetzt so eine Art Appetithappen. Ich glaube, ihr konntet jetzt so ein bisschen mitbekommen, in wie einfacher Sprache der Herr Doktor uns das alles erklärt. Das heißt, keine Angst vor diesen Videos und die sind in einer gut verdaulichen Länge und es sind manchmal spannende Interviews dabei und eben, wie gesagt, immer Studien. Es ist alles belegt, was man gegebenenfalls dann eben auch mitnehmen kann zu seinem kritischen Hausarzt oder so und sagen kann, schaut mal, ich habe hier die Studie ausgedruckt. Was halten Sie denn davon? Also vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schönes Wochenende, die Eliane. Ja, und auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin wieder so erfüllt von diesen tollen Worten und diesen wirklich doch zum Teil sehr einfach umzusetzenden, gesundheitsfördernden Maßnahmen, Ernährung und so weiter und so fort. Und würde mich so freuen, wenn viele, viele Menschen das für ihr Leben nochmal aufnehmen und in ihr Leben integrieren und vielleicht auch schon bei ihren Kindern anfangen, weil ich glaube, da können wir das Fundament legen. Das sehe ich an meinen Kindern, die greifen heute zuerst in die Aromatherapie Naturheilkundekiste, weil sie damit groß geworden sind. Und ich glaube, da müssen wir wirklich wieder hin, dass wir den Kindern schon ganz, ganz viel mit auf den Weg geben. Herzlichen Dank, lieber Volker. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch alles abonniert, was es da zu abonnieren gibt. Ich selbst bekomme den Newsletter und freue mich immer wie Bolle, den zu lesen von dir. Und ja, auch unsere Newsletter sind immer ganz viel gespickt mit Informationen. Wir sagen immer, es ist eigentlich Werbung mit ganz, ganz viel Mehrwert. Mehrwert für dich, für euch. Herzlichen Dank dafür und ich verabschiede mich auch, wünsche ein schönes Wochenende und übergebe das Wort jetzt, das Schlusswort an den Volker. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das angenehme Interview mit den guten Fragen. Und wir haben jetzt hier viel Medizinisches, Wissenschaftliches und Politisches aufgetischt. Und ich hoffe, das waren einigermaßen verdauliche Häppchen gewesen. Und ich habe dem gar nicht mehr viel zuzufügen, außer bleiben Sie gesund. Viel Erfolg.